Hey Leute, wie ging das nochmal? Ich sage am Anfang, hey Leute, und mir hat Sachs2904 hat mir geschrieben und hat gesagt, schöner Vlog, freue mich auf den nächsten, kurz vor Weihnachten, duck weg. Ja, es. Also, es ist nicht ganz kurz vor Weihnachten, es ist Hochsommer, es ist. Ihr seht das vielleicht an meinem Gesicht. Es ist abartig heiß in Saarbrücken. Heute Mittag gab es einen kleinen Sturm. Es hat geregnet, es gab kräftig Wind und es hat jetzt mittlerweile hier runtergekühlt. Und wir sind bei 29 Grad. Ja. Nachts um 10. Also es ist ein bisschen hardcore momentan. Aber ich habe. In der Kneipe, also bei Twitch in meiner Kneipe, habe ich versprochen, es kommt jetzt wieder ein Vlog, also mache ich jetzt wieder einen Vlog. So einfach ist das. Ich habe den Leuten gesagt, pass auf, spätestens wenn ich beim dritten Bier bin, könnt ihr mich vielleicht überreden und dann tun wir das nochmal. Außerdem gibt es ja auch noch was auszulosen und so und ich habe mich jetzt so lange nicht gemeldet, es wird Zeit. Und hier steht alles voll mit Dingen. Also hier ist alles voll mit Dingen, viele Dinge. Wir reden heute über eine ganze Menge Dinge. Ich habe hier einen Aromameiser liegen. Ich hab ein Päckchen hier. Hier liegt die Swag 2 von Vaporesso. Hier liegt Liquid rum. Und ich würde. Nee, pass auf, anders. Ich behandle das heute so. Niemand hat das mitgekriegt. Ich habe das so sehr stillschweigend morgens in meinem Stream erwähnt. Ich hatte gerade 10-Jähriges. Und zwar nicht 10-jähriges Dampferjubiläum, sondern 10-jähriges Kanaljubiläum. Und zwar am 6.8.2010 habe ich das erste Video hier auf diesem Kanal hochgeladen. Und es sind jetzt tatsächlich 10 Jahre. Ich glaube, prove me wrong. Also schreibt mir einen Kommentar. Aber ich behaupte, ich bin der erste Kanal, der die 10 Jahre geschafft hat. Ja, ich wüsste aktuell keinen Kanal, der älter ist. Also nicht mal so die Elternherrschaften wie Philgut und so. Und deswegen tue ich jetzt halt einfach so, als hätte ich Geschenke gekriegt dafür. Dann feiere ich das quasi jetzt nach. Und das erste Geschenk, mit dem müssen wir jetzt starten, weil es ist halt heiß, ne? Hurra Bier! Hammelbräu hat mir ein Riesenpaket mit Bier geschickt und da waren interessante Kölschsorten drin. Der kommt wohl aus Köln und viele Leute sagen, Kölsch, das kann man nicht trinken, das ist ja nur Wasser. Kölsch kann ganz geil sein und es war auf jeden Fall das Mühlenkölsch. Das hat mich überzeugt. Keine hübsche Flasche. Es sieht auch tatsächlich aus, ein bisschen als wäre es. Wär's von der Rügenwalder Mühle kopiert oder so. Seltsame Flasche, aber gutes Bier. Und außerdem hat er mir Rügener Inselbräu dazugelegt. Zwei Flaschen. Und das hier ist die Inselkreide. Das andere waren. Ich habe da was von Rauch gelesen. Bei Rauchbieren. Ah, das probiere ich lieber außerhalb der Kamera. Das kann auch mal schief gehen. Und es sind. 0,75 Liter. Also, das ist eine Bombe, ne? Aber also die Flaschen alleine, die sind hübsch. Also, das sieht halt echt cool aus. Ich habe über das Bier schon was gelesen und die Aussage von Rügner ist, wir haben das Bier mit echter Inselkreide verbraut. Das glaube ich jetzt nicht. Das riecht so ein bisschen nach einem Pilzhopfen, würde ich sagen. Ich mache das hier mal nicht ganz voll. Das schäumt jetzt mehr, als ich gedacht hätte. 5,6% Gerstenmalz, Weizenmalz, Traubenzucker, Naturhopfen und Hefe. Okay, es ist mit Traubenzucker gebraut, ist also nicht nach dem Reinheitsgebot, was ich ja sehr, sehr okay finde. Als Bierstil steht hier einfach nur Eigenkreation Inselbrauerei. Internationale Bierkategorie Champagner Ale. Okay, was macht ein Bier zu einem Champagner Ale?
Das sagt mir jetzt so gar nichts. Wenn man es weiß, es riecht tatsächlich ein bisschen nach Trauben und Sekt. Ist dann wahrscheinlich der Traubenzucker. Übrigens, Geschenke, Geschenke. Das Ganze in einem Bierhumpen, das sieht man jetzt schlecht, aber auf dem steht Pixel Demon, das hat mir der Hi-Happen rübergeschickt. Inklusive auch so vielen Bieren. Also Hi-Happen auch da noch. Vielen, vielen lieben Dank. Traue ich mich das jetzt schon? Ich habe Durst. Prost. Hammelbräu, ich trinke auf deine Kosten. Das ist wirklich ein bisschen sektartig. Ist jetzt mit der Menge an Schaum ein bisschen schwer zu sagen, aber es ist ein frisches, säuerliches Bier. Kaum Malz, ein Hopfen, der halt so eine frische, grasige Richtung hat. Und dann wirklich was Schaumweinartiges. Das ist ganz witzig. Warum nicht? Ich hätte jetzt tatsächlich, also ich hab irgendwie was ganz anderes erwartet. Wenn das heißt Inselkreide. Aber es ist ein bisschen sektmäßig und es schmeckt mir. Das kriegen wir, also die 07er hier, die kriegen wir ohne Probleme weg. Was ich noch sagen wollte, viele Grüße an Timo, der möglicherweise, es ist ja jetzt eine ganze Zeit lang her, aber vielleicht schreibt er immer noch die Timestamps. Und YouTube hat jetzt so eine neue Funktion, also falls Timo die Timestamps schreibt, werde ich sie nach oben kopieren. Und dann könnt ihr allein schon im Zeitstrahl, könnt ihr in verschiedene Kapitel springen, weil YouTube das jetzt so in der Timeline so abgrenzt. Das haben sie ganz cool gemacht. Und wenn ihr den Kommentar von Timo seht, ich werde den auch wieder herzen und oben anpinnen, lasst ihm Like da, schreibt ihm was Nettes. Das wäre nett, weil der macht sich da halt, oder hat sich da bisher immer wahnsinnig viel Stress gemacht. Ich weiß nicht, ob der weiß, dass mein Kanal noch existiert. Und außerdem, Grüße an die Leute, die das Ganze als Podcast hören, denn ich werde auch diese Folge, diese Episode als Podcast hochladen. Falls ihr den abonnieren wollt, hier unten gibt es einen Link. Guckt da mal rein. Ich weiß immer nie, wie viel Sinn das ergibt. Aber ich... Obwohl. Ja doch, klar, das ergibt Sinn. Das ist schon geil bei heißem Wetter. Ich mag das. Machen wir erstmal die Frage, was dampfe ich und warum habe ich nur noch so wenig Akku? Ich habe meine Famovape Magma Box zurück. Die war die ganze Zeit in der Firma, so Corona-bedingt. Da war ja irgendwie quasi Zutrittssperre. Die war ich da mal zwischendurch holen. Die verliert mittlerweile mehr und mehr an Farbe. Ich glaube, die werde ich auch mal abschleifen müssen. Die hat halt, also dieser Brushed-Look, der scheint halt irgendwie auflackiert zu sein. So ähnlich wie das auch bei meiner Pico war. GT4 ist drauf. Und hier drin habe ich Green Lion. Wie so oft, ich lieb ja diese Dampflein-Linie, die alten Aromen. Finde ich ja ganz grandios. Außerdem habe ich zwischendurch noch gedampft. Ich habe was Altes ausgepackt. Das ist der Serpent Mini von Votofo hier drauf. Und zwar auf einer stinkenormalen alten Pico. Ich wollte gerne mal eine Kombination haben, wenn ich rausgehe und gehe einkaufen oder so oder bin unterwegs. Die mir mit so Dual-Batterien nicht die Buchse auszieht. Und das ist halt auch schon ein Größenunterschied, wenn man sich das mal anguckt. Und das ist ein altes Gerät, aber es ist ganz wundervoll. Es ist ein Single-Coiler. Die Airflow könnte leiser sein.
Tatsächlich, aber ich finde ihn geschmacklich saustark. Ich finde die Kombination schön. Das schleppe ich momentan draußen mit mir rum. Ist gut. Hier drin habe ich. Wo habe ich es denn stehen? Hier. Aroe von Kung Fruits. Hergestellt von Cloud Vapor. Vertrieben von Cloud Vapor Distribution aus Berlin. Und die gibt es sowohl als hier so eine. Ist das jetzt Shortfill oder Longfill? Niemand weiß es. Als eine Flasche mit einem Schluck Aroma drin, als auch das Aroma zum Nachkaufen. Und das finde ich halt immer besonders genial, wenn das geht. Und ich habe die jetzt hier angefangen. Das ist eine Zitrusmischung mit ein bisschen Aloe Vera und ganz, ganz, ganz wenig Frische. Frische geht mir ja schnell immer auf den Senkel. Aber hier so in der Kombination für draußen und jetzt, wo es so warm ist, finde ich das irgendwie ganz passend. Ob ich da Aloe Vera. Ich schmecke da kein Aloe Vera raus. Keine Ahnung, für mich schmeckt das nach einer guten Zitrone und Frische irgendwie drin. Das war so ungefähr das, was ich gedampft habe. So, Päckchen auspacken oder was? Ich habe jetzt zwar ein Päckchen, aber ich habe kein Messer. Moment. Ich habe hier nämlich ein Paket. Das habe ich jetzt an Anfang gezogen, weil da freue ich mich jetzt halt schon seit einiger Zeit drauf und ich weiß bereits, was drin ist. Es fühlt sich so kompakt, so wahnsinnig kompakt an. Hat man irgendeine Adresse gesehen? Ich hoffe es nicht. Ich versuche hier keine Adressen zu zeigen. Wie derbe ist es eigentlich eingepackt? Guckt euch das an. Das sieht aus wie ein glänzender Nadelstreifenanzug. Ich weiß gar nicht, wo ich hier entlang schneiden muss. Schneid einfach einen Deckel ab. I don't care. Ich reiß das einfach auf. Ich bin aufgeregt. Das kann man nicht aufreißen, das Zeug. Was ist das für eine Art von Klebeband? Zettel? Darf ich das vorlesen? Ich hoffe, du hast viel Freude mit dem AT. Da noch etwas Platz im Karton war, habe ich mir erlaubt, hier etwas auszupolstern, dir etwas zum Auspolstern, noch einen Klassiker von Nick einzupacken. Vielleicht kannst du damit ja auch noch was anfangen. Gruß, Daniel. Krieg ein bisschen schwitzige Hände. Oh mein Gott. Ja, komm, ist nicht wahr, Alter. Also, als erstes in Gunmetal Schwarz in Recoil RDA. Alter, die haben ja immer zwei Shields. Eins mit mehr, eins mit weniger Luft. Daniel, jetzt schon vielen tausend Dank. Ich habe keinen Original Recoil. Das ist so schon mal ein absoluter Kracher. Jetzt, ich räume hier schon mal ein bisschen frei. Ah! In Grim Army. BMI und zwar anscheinend die Nummer 79. Ein hart limitierter Akkuträger. Sieht man das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Produktionsdatum 1.22.19, Model Grim Army, Serial Nummer
079 Teammember Rose. Aufkleber. Warning! After adjusting your wattage, make sure to lock the settings in place by clicking the fire button before closing the cover. Okay, okay, okay. Ich, so, jetzt passiert's. Digga! Oh, wie krass ist das? Oh, wie krass ist das? Das ist eine krasse Fundraiser Edition. Ich fühle mich maximal geehrt, dass Daniel mir dieses Ding hier geschickt hat. Er hat gesagt, pass auf, bei mir zu Hause steht es nur in der Vitrine und vielleicht wirst du es ja benutzen. Und das ist halt echt krass. Das hier ist richtig tieffett, weiß ich nicht, eingeätzt oder so. Ich glaube, das ist alles geätzt. Alter. Wie sieht das denn hier aus? Okay, hier geht das Teil auf. Hier haben wir wohl ein Touchscreen. Hier ist ein USB-Ladeanschluss. Oh! Mm. Das klingt sehr gut. Wie mache ich jetzt hier meine Akkus rein? Ah, man schiebt einfach weiter. Alles klar. Das ist gar großartig. Habe ich Akkus hier? Ich habe keine Akkus hier. Ich muss Akkus besorgen. Okay. Plus, minus. Das ist... Ah, es gibt hier ein Rückholbändchen. An das sollte ich wohl denken. Andersrum. Es geht schon los. Irgendjemand gesehen, was da los war? Touch. Was tue ich? Streiche ich von oben nach unten, von unten nach oben? Schalte ich es erstmal ein, wahrscheinlich schon. 1, 2, 3, 4, 5. Married Batteries without damage only. Yes. Okay. BMI, 20 Watt. Er hat 324 Puffs. Ist das denn scheiß Ernst? Öfter hast du das Ding nicht benutzt? Resistance Mode Setup. Ich sollte euch das ja hier hinhalten, damit ihr was seht. Jetzt ist er gesperrt. Slide to unlock. Achso, ja, er ist entsperrt. Wie stelle ich jetzt die Leistung in? Geht es im Setup? Nee, oder? Ich bin überfordert. Ich will kein Pufflimit einstellen. Ich bin offiziell überfordert. Wow. Ich muss da kurz irgendwie googeln oder so. Ich habe nicht gegoogelt. Ich glaube, ich habe es so rausgefunden. Und zwar folgendermaßen. Also es war dieses Slide to Unlock. Man slidet einmal nach unten. Man slidet dann nochmal nach unten. Moment, eben ging das. Eben konnte ich's. Moment. Ich glaube, ich hab's. Also. Nach unten sliden, jetzt ist es unlocked. Jetzt tippe ich auf. Ja, genau. Auf die Wattage und dann kann ich die einstellen. In 0,1 Watt Schritten. Ich gehe mal.
Ich gehe mal auf 35 Watt, weil ich will das Ding, vor allem will ich das Ding jetzt dampfen. Ah, dieses. Großartig. Hier geht die GT4-Muster drauf. Es ist einfach ein wahnsinnig geiler, fetter, grüner Klotz. Es ist fett in der Hand, da gibt's gar nichts. Taster fühlt sich geil an. Gucken, ob was passiert. Jetzt nebelt, wie er nebeln soll. Daniel, ich bin komplett von Socken. Das ist so geil von dir. Kracher. Ohne Scheiß, Kracher. Ich bin halt sehr Grim Green Fan. Und so ein Teil, jetzt meins nennen zu dürfen, das macht mich ein bisschen platt. Super geil. Vielen Dank. Was die ganzen Funktionen angeht, das werde ich wohl irgendwie lernen müssen. Ich weiß nicht, ob das Ding jetzt irgendwie noch auf Temperature Mode oder sowas steht. Auch das Slide to Unlock werde ich mir angewöhnen. Jetzt endlich ist es entsperrt. Machen wir die Mode mal auf hart. Springt geiler an als vorher. Weiß auch nicht, was für ein Chip das ist, der da drin ist. Alleine schon die Box ist so geil. Danke, Mann. Einfach nur vielen, vielen lieben Dank, Mann. Und beim nächsten Mal haben wir dann auch einen gewickelten Recoil drauf. Pervers. Super geil. Ich wollte ein bisschen was über Liquids erzählen, die mir untergekommen sind, die man mir zugeschickt hat. Und zwar einmal diese Reihe hier. Die 510 Benchmarks. Das ist neues Zeug von 510 Cloud Park. Und zwar in Kollaboration mit Enigma Clouds, mit Dave. Dave ist so ein netter, lieber Kerl. Ein netter, lieber Kollbauer, super cooler Typ. Und die haben die mir zugeschickt und ich habe die probiert und ich habe mir ein Urteil gebildet. Zum Probieren ist allerdings nicht mehr viel da. Das ist jetzt so ein bisschen ein Problem, weil es ist fast alles leer. Und vielleicht. Ich gehe rückwärts. Hier ist noch viel drin. Die ist noch fast voll, die Flasche. Also sie haben drei verschiedene Flavors rausgebracht. Sind halt auch Shortfill. Es gibt leider kein Refill. Dafür gibt es von mir immer einen Punktabzug. Deswegen, ich werde sie mir wahrscheinlich nicht nachkaufen. Und die hier wird quasi noch eine ganze Zeit lang halten. Das ist die Pistaziencreme. Und ich hätte gedacht, Pistaziencreme, das klingt wie ein Pistazieneis. Und das ist es überhaupt nicht. Es ist cremig wie ein Eis, aber, und das ist sehr abgefahren. Ansonsten, diese Pistazie ist eine echte Pistazie. Das hat mit Pistazieneis nichts gemeinsam, sondern das ist eine geröstete Pistazie, so wie man sie knabbern würde. Schmeckt gut, ist mir viel zu mächtig. Dreimal dran ziehen und dann habe ich es vollkommen über. Es ist sehr, sehr süß, es ist schwer sahnig und dann dazu noch diese Röstaromen, ist mir viel zu viel an Geschmack. Ich glaube, man könnte es auf die Hälfte runtermischen und dann sollte ich es mal nochmal probieren, aber so ist es mir halt einfach, es ist mir zu dick und zu voluminös.
Aber es ist gelungen. Platz 2 hatte bei mir das Sandwich-Eis. Und es ist genau das, was draufsteht. Es schmeckt wie Sandwich-Eis, dieses billige Sandwich-Eis, was man früher im Schwimmbad gegessen hat. Oben Waffel, oben Waffel, unten Waffel und dazwischen Fürst-Pückler-Mischung. Also Vanille, Erdbeer, Schoko. Aber exaktes kommt hierbei raus. Auch sehr süß. Und die Waffel ist so geil, weil die schwebt irgendwie so ein bisschen über der Eiscreme. Die Waffel ist doof zu sagen, weil es ja nicht geht, aber die Waffel schmeckt ein bisschen knusprig. Deswegen hat mir das echt gut gefallen. Ist leer, habe ich weggezogen, ist nichts mehr von über. Und das, was am schnellsten leer war, war der Zitronentee. Und das ist kein Krümeltee, so wie man denken könnte, sondern es schmeckt halt wie ein Tee mit einem guten Schuss Zitrone drin. Und die haben eine ganz leichte Kühle drin verbaut. Ich würde sagen, die Kühle ungefähr auch maximal das, was hier bei Aroe ist. Und eigentlich hing ich da immer so dazwischen. Denn auf der einen Seite, ich mag Kühle nicht, echt nicht besonders. Nicht mal, weil mir das nicht schmecken würde, sondern weil Kühle für mich mit der Zeit unangenehm im Rachen wird. Das baut sich immer mehr und mehr auf und irgendwann habe ich das Gefühl, ich hätte irgendwie einen Schmerz im Rachen oder einen wunden Rachen oder so. Aber die Kühle hebt halt, und das ist bei diesem Aroe auch der Fall, die Zitrone ganz hammerhart an. Deswegen war das als erstes weg. Ja, 510 Benchmarks. Die hatten irgendwie war die Idee, wir bringen ein Benchmark, also etwas, woran man sich messen kann, in der jeweiligen Geschmacksrichtung raus. Und die sind ganz gut geworden. Also tatsächlich, es ist, und das muss ich halt sagen, für mich das Beste, was 510 bisher rausgebracht hat. Es gab Sachen, die fand ich super. Ich fand Apple Ranger super, ich fand White Ranger super. Ich war kein Fan von O-Ranger. Und ich muss sagen, von der allerersten Serie, die sie rausgebracht haben, auch in Kooperation mit YouTubern und so, hat mir nichts so richtig zugesagt. Das ist die Serie, von der ich sagen würde, das habt ihr, das schmeckt mir. Ich merke, mein Mikrofon liegt hier und ich rede. Hat man mich gehört? Sorry für den Scheiß-Sound. Ich wusste, es muss irgendwas schief gehen. Ich zieh nochmal an der Grim Green Box. Verdammt. Jetzt muss ich wahrscheinlich doch irgendwie nachbearbeiten oder so. Ich guck mir das mal an. Vielleicht haben ja meine 1000 Filter, die ich hier drauf habe, Kompressor und der ganze Kram, vielleicht hat das ja irgendwie ausgereicht. Ich soll Eiswürfel ins Bier machen. Übrigens, seit wir hier sitzen, 2 Grad runtergekühlt. Es wird, langsam wird es tatsächlich Weihnachten, würde ich sagen. So, weiteres Liquid. Was ist hier? Ist schon wieder 510, diesmal in Kooperation mit Cloudworks und mit Dampfline. Und zwar das Sylt. Support your local dealer. Wurde halt angekündigt als ein Aroma zur Unterstützung des lokalen Handels. Und einige, und inklusive mir, waren irritiert, denn das gab es jetzt nicht irgendwie nur beim Offliner, sondern man kann das genauso gut auch im ganz normalen Online-Handel bestellen. Aber sie sagen halt, es dient vor allem der Unterstützung der deutschen Händler. So. Und es gibt wohl keine Staffelpreise. Und sie sagen, wenn sich ein Shopbesitzer das einmal kaufen will, zahlt er genauso viel für die Flasche, wie wenn sich das ein Online-Händler 1000-mal kaufen will. Kann ich gar nichts zu sagen. Ich bin kein Kaufmann, keine Ahnung. Ich finde die Aktion an sich irgendwie ganz, ganz cool. Einfach nur, weil es ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema lenkt, dass man seine lokalen Händler unterstützen soll. Ich finde, das ist auch erstmal nicht mehr und nicht weniger. Einfach ein bisschen dafür Palaver gemacht,
dass es wichtig ist, dass wir unsere Händler unterstützen. Und dazu muss ich auch sagen, also ich kaufe fast nur noch im Offliner, außer ich kriege was im Offliner nicht, dann bestelle ich das halt im Onlinehandel. Ansonsten gehe ich zum Offliner meines Vertrauens, beziehungsweise zu den Offlinern meines Vertrauens. Und da kann ich auch sagen, wer das ist. Also das ist zum einen mal Steam Island aus Scheidt, ein super cooler Laden. Die haben demnächst eine Neueröffnung am 24.8. Warte mal. Ach, das wird mir über einen anderen Chat geschickt. Ich glaube, am 24. haben die in Scheidt eine Neueröffnung. Die ziehen in ein neues, größeres, schickeres Ladenlokal, was mitten an der Hauptstraße ist. Und das andere ist halt Steampunk am St. Johanner Markt, der Raphael und die Mannschaft. Und es wurde irgendwie auch so ein bisschen drüber gemotzt. Von wegen, jetzt will man sich an dem Thema bereichern und so. Alle Liquid-Hersteller wollen sich bereichern. Und die hätten jetzt auch einfach nur ein Liquid rausbringen können, das irgendwie heißt. Aber es heißt jetzt halt Support Your Local Dealer und das finde ich ganz cool. Das ist eine Mischung aus Kirsche, Limette und sie sagen als Slushy. Slushy weiß ich nicht, es ist halt Kühle mit drin. Und ja, sagen wir mal, die Hälfte ungefähr ist raus. Es ist nicht wenig Kühle. Mir persönlich ist es zu kalt. Die Kirsche schmeckt aber sehr geil und die Limette schmeckt sehr geil. Ich wusste aber nicht, an was es mich erinnert. Und dann hat jemand in einer WhatsApp-Gruppe geschrieben, in der ich mit drin bin. Putzi. Putzi, die Kinderzahncreme. Konnte ich nicht verneinen. Ja, es ist vor allem beim Dampfen, also jetzt vom Finger, schmeckt super süß. So süß ist es beim Dampfen überhaupt nicht. Putzi, die Kinderzahncreme. Mir ist, da konnte ich nicht widersprechen. Ja, genau, das ist es. Von denen wollte ich erzählen und ich glaube, wir machen weiter mit hiermit. Gute Frage oder Antwort. Ich habe ein bisschen in den Kommentaren des letzten Videos rumgewühlt und habe ein paar Fragen, so viele sind es gar nicht geworden, da auch nicht viele Fragen gestellt wurden, habe ich rausgesucht. Und guck mal, was so geschrieben wird. Yara Loll schreibt, welche Flaschen nutzt du denn? Amazon-Link. Kein Amazon-Link. Aber ich nutze hauptsächlich diese Flaschen hier. Und zwar diese Sriracha-Bottle-Flaschen, wo man den Deckel nicht ganz abschraubt, sondern die Flasche nur so andreht. Und ab dann kann man hier ausgießen. Ich persönlich mag die. Ich mag die aus mehreren Gründen. Ich kann PET-Flaschen nutzen, werde sie aber nicht so schnell verknicken, denn ich habe einen sehr, sehr großen Ausguss. Ich kann den Deckel nicht verbummeln, das mag ich auch. Was ich an denen nicht mag, sind zwei andere Geschichten, nämlich zum einen, auch hier bildet sich gelegentlich mal so ein Glückströpfchen. Das finde ich doof und ich hab nicht immer Bock, da irgendwie mit dem Finger drüber zu streichen und es abzulecken, das kann halt nerven. Und ab und zu muss man dann halt mal mit einem Tuch drüber fahren. Und das Zweite, ihr könnt damit halt echt nicht alle Verdampfer befüllen. Die ich so im Einsatz habe, die gehen damit ohne Probleme, denn das sind alles Verdampfer, die irgendwie eine große Befüllöffnung haben. Der hier und das hier und mein Aromameiser und so. Da kann man damit ohne Probleme reinkippen. Allerdings, wenn ihr sowas habt wie ein Mato, Pech gehabt, denn diese Spitze wird hier auf gar keinen Fall reinpassen. Bestellen kann man die bei liquidflaschen.de. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das hier unten. Ich glaube, es ist liquidflaschen.de. Kann sein, dass es so heißt. Ich habe da einmal bestellt und diese Flasche hier, die hält seit einem Jahr. Sie kriegt jetzt halt langsam echt Knicke hier. Aber das passiert bei Weitem nicht so schnell wie bei einer Chubby, denn ich muss hier nicht quetschen. Es reicht ein ganz kleines bisschen Druck und dann läuft da halt einfach das Liquid raus. Geiler in der Handhabung sind natürlich PE-Flaschen. Das ist dieses trübe, weiche Plastik.
kann man sich für entscheiden, wenn man das möchte. Es wurde halt sehr oft geschrieben, da sind Weichmacher drin und die gelangen mit ins Liquid, weswegen die auch, glaube ich, nicht mehr eingesetzt werden dürfen für Liquids und darum. Draußen ist übrigens laut, ich habe hier ein Fenster offen. Das muss man sich selbst überlegen. Frage. Da du ja gerne ein Bier trinkst, machst du das bestimmt auch vor der Glotze. Was für einen Film oder Serie würdest du empfehlen? Frag David. David. Ich guck so gut wie gar keine Serien und gar keine Filme. Ich trinke auch, wenn ich einen Film oder eine Serie guck, kein Bier dazu. Das kommt noch dazu. Wir haben Netflix. Ich darf Netflix von meiner Freundin mitnutzen. Die guckt da relativ viel und die mag auch Serien und sowas. Wenn ich Spielfilme gucke oder wenn ich in eine Rubrik rein muss, um Spielfilme, mir einen Spielfilm auszusuchen, lande ich fast immer bei Science Fiction. Mein Lieblings-Sci-Fi-Film oder einer meiner Lieblings-Sci-Fi-Filme ist Moon. Der ist aber jetzt auch nicht mehr so neu. Ich mag Dinge, die in die Richtung gehen. Und Serien, ich habe so das Standardzeug gesehen. Ich habe Stranger Things geguckt. Ich fand das sehr grandios. Ich liebe diese 80er-Jahre-Stimmung, die es da drin gibt. Ich habe aber auch noch nicht die dritte Staffel davon gesehen. Und so viel mal dazu. Also ich bin der denkbar schlechteste Ansprechpartner, wenn es um genau sowas geht. Ich habe eine ziemlich große DVD-Sammlung und das sind alles uralte Science-Fiction-Filme. 50er, 60er, 70er Jahre. Und die habe ich tatsächlich bisher immer mehr gesammelt als geguckt. Ich mache mir sowas auch gerne an und zwar zum Einpennen, aber zum Einpennen ist es mittlerweile bei mir eher, ich mache mir irgendeine Doku aus dem Öffentlich-Rechtlichen an. Es gibt super geile viele Arte-Dokus auf YouTube und sowas schalte ich mir dann in. Und meistens überlebe ich dann auch nicht lang. Und wenn ich das, was ich abends gucke, ist momentan vor allen Dingen Twitch. Ich bin Twitch-abhängig. Mittlerweile, wenn ich in meinem Browser TV eingebe, wurde das früher ergänzt mit Twitter. Und mittlerweile ist Twitter auf Platz 2 und Twitch ist an Platz 1, was diese Ergänzung angeht. Kein guter Ansprechpartner für sowas. Versuch doch mal das Bule Bolu Shortfilm bei Coltert. Max schreibt das. Heute ist so ein bisschen Grim Green Tag. Ich habe einen Recall gekriegt. Ich habe die BMI Grim Green Box gekriegt. Und wir machen nachher noch ein Päckchen auf. Dann probieren wir Bule Bolo von Coltert. Ich bin heute echt... Habe ich jetzt zu viel gespoilert? War das dumm von mir? Aber das wird geil. Hey Pixel, hast du einen Biertipp für mich von den Mainstream-Bieren, was gut erhältlich ist? Vielleicht Duckstein oder Heineken oder ähnliches? Was schmeckt dir da am besten? Fragt Tom. Krasser Name. Tom. Das klingt eigentlich ganz gut. Tom, was Mainstream-Biere angeht, also meine sichere Bank ist immer Jever. Ich glaube, man sagt Jever. Es gibt einige, die korrigieren mich dann zu Jever. Und ich sag Jever. Ich mag Jever, weil es hart hopfig ist. Also das ist ein sehr, sehr herbes Bier. Ich bin Saarländer und da wächst man auf mit Carlsberg Urpils, was auch ein extrem herbes Bier ist. Was auch ein gutes Bier ist, aber mir schmeckt tatsächlich Jever noch so ein Ticken besser. Und das ist das Bier, wo ich immer gern zuschlag. Du hast Duckstein gesagt. Duckstein ist ein sehr gutes, die haben dieses geile Rotbier. Das mag ich sehr. Und was jetzt in den Mainstream gut reingerutscht ist und wo man sich halt durchprobieren kann, das ist Störtebeker, weil die decken wirklich die Bandbreite ab von ganz süß-malzig bis hin so zu so hart hopfig, dass es dir halt das Gesicht rumdreht. Störtebeker ist, da ist kein Bier scheiße. Da ist einiges nicht nach meinem Geschmack, aber da ist nichts dabei, wo man sagen würde, das haben sie auch mal krass verbockt. Nö.
Guck mal nach Störtebäcker, das sind geile Biere. War's das schon? Wow, das ging flott. Das war hier das hier. Und wenn ihr in dem nächsten Vlog, es wird einen nächsten Vlog geben. Ich meine es ernst. Das ist nicht der letzte oder so, sondern es wird einen nächsten Vlog geben. Wenn ihr eine Frage habt, schreibt mir doch hier unter diesem Video einen Kommentar oder schickt mir eine Mail an pixeliebendampft@gmail.com. Dann gucken wir mal. Vielleicht rutscht es hier mit rein. So ein Humpen, ne? Das ist ja auch schon so ein bisschen logistischer Stress einfach. Das Ding ist ja schon fucking groß, so ein 05er Humpen. So, was habe ich denn hier noch auf dem Zettel? Gerät, was schon sehr lange hier liegt und wo einige nachgefragt haben und ich weiß gar nicht mehr, ob das mittlerweile die Leute noch so interessiert und mich hat es auch nur so am Rande interessiert, vor allem, weil es mir zu groß war. Ist der hier. Der Aromameiser plus RDTA V2. Aromameiser plus V2 RDTA. So rum benennen sie das Ding. Das ist ein 30mm Verdampfer von Steamgrave. Und Steamgrave habe ich ja ewig den Supreme V2 gedampft. Ewig, ewig, ewig. Bis wirklich der Lack runter war. Und die schicken mir immer noch gerne Dinge zu. Und dann können wir uns mal angucken. Das ist ein 30mm Verdampfer. Und so wie ich ihn jetzt hier konfiguriert habe, übrigens achtet nicht auf den Daumen. Ich habe mir hier richtig gut eine gegeben beim Kochen. So wie er jetzt hier konfiguriert ist, fasst er 8 Milliliter. Das ist mir persönlich von den Ausmaßen her ein bisschen zu viel. Und man kann sich das überlegen. Also ich kann den oberen Teil hier abschrauben. Hier gibt es einen extra Chimney, den man abschrauben kann. Schraub die Topcap runter. Und das Ding ist nur noch halb so groß. So fangen wir an, weil mir gefällt das einfach in der Größe wesentlich besser. Es ist der Nachfolger des V1, so ein Zufall. Und so ein paar Sachen haben sich geändert. Unter anderem haben sie die Airflow ein bisschen verändert. Ich hatte den V1 nicht. Ich hatte den damals abgelehnt. Ich habe gesagt, schick mir den nicht zu. Mir ist das Ding einfach zu groß. Es gibt eine Honeycomb Airflow. Die Airflow, ich weiß nicht, es gibt Leute, die sagen, das geht wunderbar, aber die ist bei mir wirklich sehr, 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 sehr schwer zu drehen. Und wird hier auf diese verschiedenen Luftschlitze eingestellt. Und das ist gleich jeweils zu beiden Seiten. Darüber liegt eine Liquid Control, damit man das Ding anständig befüllen kann und der nicht überblubbert. Das ist echt hässlich mit dem Pflaster, ne? Also ich hätte wenigstens mal ein schickeres Pflaster nehmen können. Und auch hier muss ich sagen, andere Leute haben damit keine Probleme gehabt, aber das geht bei mir so schwer, das zuzudrehen. Jetzt momentan geht es gar nicht. Alter! Gibt's doch nicht, das bewegt sich ja kaum. Das ging auch schon mal besser zwischendurch. Dass ich sagen muss, also ich war jetzt mit dieser Liquid Control sehr, sehr underwhelmed, weswegen ich auch sehr wenig mit diesem Gerät rumexperimentiert habe, weil es mir jedes Mal so auf die Nüsse ging. Und natürlich ist da schon irgendwie Liquid dazwischen und sowas. Selbstverständlich. Aber auch dann, das funktioniert bei mir nicht gut. So, jetzt habe ich sie zugekriegt. Dann, das ist echt Glas. Und zum Befüllen schraubt man hier oben auf. Ne, Riesenmörder Befüllöffnung. Das Interessante ist jetzt, glaube ich, alles, was hier so an Zubehör mitgekommen ist. Das Päckchen, was ich hier habe, ist schon ein bisschen
bisschen hart durcheinander geflogen. Es gibt diverse Decks. Das hier habe ich noch gar nicht ausgepackt, da ich das bereits sehr, sehr gut vom Supreme kenne. Ein Velocity-Style-Deck. Dann, und damit sollten wir gleich ein bisschen rumexperimentieren, ist ein Mesh-Deck. Ich glaube, das ist auch das, was die Leute am meisten interessiert. Ich muss das mal abputzen. Wie sieht es denn aus? Das Mesh, was vorher drin war, ist mir innen drin rausgebrochen. Das müssen wir gleich erstmal rausfriemeln. Ist nicht wahr, ne? Ich habe jetzt auf dem Weg von da hinten, wo das Ding stand, bis hierhin ein Deck verloren, das bereits mit Coils voll war. Aber ich kann euch zeigen, wie es denn eigentlich aussieht. Denn es gibt zwei Postless-Decks. Das hier ist das serielle und es gibt ein normales Postless-Deck. Das Besondere am seriellen ist, ihr könnt Coils quasi hintereinander schalten. Also, sodass der Strom erst durch beide Coils durch muss, bevor er wieder abfließt, sozusagen. Und das hat den Vorteil, dass wenn ihr gesteckte mechanische Akkuträger benutzt, die dann irgendwie mit 7,4 Volt da drauf ballern, dass sich die Widerstände eurer Coils nicht halbieren, sondern sozusagen verdoppeln, indem ihr sie seriell einbaut. Das ist dieses Deck. Und ich bin mit dem Postless-Deck erstaunlich gut klargekommen, im Gegensatz zum Postless-Deck vom Supreme RDTA. Das hier hat für mich irgendwie besser funktioniert. Moment. Ich glaube, ich habe es gefunden. Wie doof bin ich denn? Es steckt einfach noch drin, oder? Ja, ich habe es nicht verloren. Hier ist das Postless-Deck, damit man sich das mal vorstellen kann. Das sind zwei Coils von Vandivape, die ich da reingebastelt habe. Das sind keine Handmade-Coils, sondern so maschinell gefertigte Coils, aber hat mir tatsächlich hier drin ganz gut gefallen. Das ist jetzt nicht alles sehr neu, was neu ist, und ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine Special Edition ist oder ob man das nachkaufen kann, aber neu ist halt das Mesh Deck. Und da ich das ein bisschen zerfriemelt habe, werde ich das jetzt erstmal hier auseinander nehmen. Ich nutze natürlich das beigelegte Werkzeug. Es ist dabei. Au, dieser Daumen, fuck. Ich habe hier so quer reingesäbelt und alles, was ich versuche, mit diesem Daumen festzuhalten, es schmerzt. Es schmerzt einfach nur. Ich kann auch das Pflaster nicht abnehmen, denn da ist so ein Hautlappen. Der lappt halt noch so quer über den Daumen drüber und darunter ist halt einfach, also unter diesem Hautlappen ist Schmerz. Da hat der liebe Gott hat mir da Schmerz hingemacht. Na danke. So, könnt ihr das sehen? Also, hier sind zwei Backen. Und die lassen sich auseinanderschrauben. Was ja auch für so ein Mesh-Deck so weit so normal ist. Also ich kenne das, ich habe wirklich, wirklich wenig mit Mesh. Aber ich kenne das zum Beispiel vom Votofo Profile. Da sieht das ganz ähnlich aus. Es sieht halt nicht durchgehend so gut aus. Ich muss mal die Reste hier von dem Mesh, was ich jetzt schon kaputt gemacht habe, rausnehmen. Denn ich dachte, ich könnte das irgendwie noch nachformen. Denn so ein Mesh will ja auch vorgeformt sein. Und deswegen gibt es hier so ein Stäbchen, um Mesh vorzuformen. Und die haben zwei Meshs, die da reinpassen, mit dazugelegt. Ich kenne mich mit Mesh so wenig aus, dass ich nicht mal sagen kann, ob das irgendwie ein Standard ist, was damit bei ist. Und ob man diese Mesh-Plättchen von verschiedenen Herstellern nachkaufen kann. Für mich sehen die auch aus wie die von Votofo. Also ich glaube schon, dass das irgendwie ein Standard ist. Und letztlich werdet ihr auch jedes von Hand gefriemelte Mesh hier reinmachen können. Na, gehst du auf? Da ist es.
Es ist so bescheuert, weil, ich meine, andere Leute hacken sich die Hand ab. Ich mache nur das hier und ich komme schon komplett nicht mehr klar. Übrigens, diese Pflaster in Kombination mit Klettverschluss. Super Idee. Daumen hoch. Geht gar nicht. Habe ich mir eben komplett zerrupft an 3-4 Kabelbindern. Also. Mit diesem Röhrchen, diesem Stäbchen, könnt ihr jetzt das Mesh einmal in die Form biegen, die genau für den Verdampfer passt. Das wird hier oben jetzt einfach reingelegt. Und nochmal zugedreht. Ich sag mal so. Geiler Schraubenzieher ist ein geiler Schraubenzieher. Das hier ist halt der beigelegte Schraubenzieher. Okay, wo kommen wir da raus? 0,14 Ohm. Ah, ich bleib mal bei 20 Watt und glühe das vorsichtig aus. Sieht okay aus. Jetzt die Geschichte mit der Bewattung. Und das finde ich... Das haben sie hier halt ein kleines bisschen verkackt, weil sie hätten sich auch einfach bei der Konkurrenz bedienen können, nämlich bei Wotofo, deren Deck halt grundsätzlich eigentlich genauso aussieht, mit einem Unterschied. Ist das der, ist das die passende Menge Watte? Ist das ein bisschen zu wenig? Ich finde es auch immer schwer, bei sowas dann die passende Menge Watte rauszusuchen. Ich nehme von einem Cottonbacon-Strang ungefähr 2/3 in der Dicke. Sag ich jetzt mal so. Wie gesagt, wenig Mesh-Erfahrung, aber wenn ich das jetzt hier hinkriege, dann kriegt ihr das dreimal hin. Denn ihr habt wahrscheinlich dreimal mehr Erfahrung als ich. Ich kann es nicht drehen. Ich habe einen kaputten Daumen. Ist es ein bisschen viel? Nee, ist es nicht. Was ihr, ich glaube, das könnte so klar gehen, was ihr halt beim Wotofo tut oder was dort passiert bei den Geräten ist, da gibt es unten drunter eine bewegliche Platte und die drückt die ganze Watte nochmal nach oben, damit die wirklich überall plan anliegt. Hier ist es jetzt so ein Ding. Ich hoffe halt einfach, dass es funktioniert. Schneid hier einmal schräg. Ich mag das auch nicht, diese... Ah, da muss ein bisschen mehr raus. Ich mag das auch nicht, diese fetten Mengen an Watte. Damit arbeite ich einfach nicht gern. Mesh is not my favorite. Bisschen... Ausfluffen habe ich eine Fluffzange da? Habe ich natürlich nicht. Machen wir das mit der hier. Machen wir die halt ein bisschen fluffy und gucken, was bei rauskommt. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige vor ihrem Bildschirm die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Was macht der da? Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe einen RDA mit Mesh und der macht mir schon nicht wahnsinnig viel Spaß. So, stecken wir das mal in die Kanäle, so gut es geht. Mal gucken,
gucken, ob der uns überblubbert oder ob der uns trocken läuft. Das finden wir gleich alles raus. Ob ich einen Fehler gemacht habe mit der Menge an Watte, die hier jetzt drin ist. Wir werden sehen. Ich bin immer noch sehr hart am Ölen. Es sind jetzt wieder 28 Grad. Temperatur steigt wieder. Okay. Wahrscheinlich ernte ich für meinen Mesh-Fail hier irgendwie einen Shitstorm. Das ist okay. Mehr als betonen, dass ich zu dumm dafür bin, kann ich eigentlich nicht. Dampfen tut's. Und ich sehe auch keinen Hotspot. Also, das scheint zunächst mal funktioniert zu haben. Gucken wir. Bei fast allem von Steamgrave wird dir das Deck unten in den Verdampfer so reingeschoben. Und damit man sich die Finger nicht schmutzig macht, einfach auf der Box, wo man es gebaut hat, drauflassen und dann in das Gerät reinschieben. So, und dann kann man es runterschrauben. Hat geil gar nicht funktioniert gerade. Coole Tipps. Wenn ihr coole Tipps haben wollt, kommt doch, geht doch in irgendeinen anderen Kanal. Das ist hier mäßig. Also, diesen Deckel wieder drauf. Die Liquid Control ist glücklicherweise noch zu. Und die macht da ja am wenigsten Spaß. Simon meinte, die Gewinde hier laufen schlecht. Finde ich nicht unbedingt, aber es ist auch nicht ganz einfach, weil man da so einen kleinen Bereich hat, aber so einen großen Teller, die richtig zu treffen. Also wenn die mal laufen, laufen die gut, bis man die getroffen hat, kann es manchmal ein bisschen dauern. Aber dass die Gewinde irgendwie schlecht wären oder die Verarbeitung an sich schlecht wäre, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Haben ein paar Leute gesagt, ich finde eher die Feinabstimmung von dem Teil nicht so geil. Oh. Liquid Control aufdrehen, Junge. Nicht gut geworden. Nicht gut geworden. Einfach nicht gut geworden. Ich stelle das Ding mal auf volle Möhre Durchzug. Und fängt mal bei sowas an. 35 Watt? Ich probiere mal. New Coil. Danke. 35 haben wir gesagt. Kommt mächtig Dampf und kein Geschmack. Nachfluss scheint da zu sein. Das Ding ist nämlich schon zur Hälfte leer. 45 Watt. Nebelt wie die Wildsau, das Ding. Also, meine Wicklung scheint zu funktionieren. Okay, 55 Watt. Und jetzt kommt auch
Geschmack. Der Geschmack ist auch ganz gut. Ich hätte gern weniger Luft. Ich stelle es mal auf 2 Schlitze. Geschmack ist, ist geil. Nebel ist geil. Ich mag die Airflow. Weil die sehr, sehr smooth ist. Diese Honeycombs sind anscheinend einfach eine gute Idee. Und an der Airflow mag ich halt auch, dass sie wirklich direkt auf die Coil geht. Keine Umwege, keine Verbiegungen, kein sonst was. Das mochte ich auch am Supreme RDTA immer schon. Und ich genieße es schon. Allerdings, Mesh reizt mich auch mal so ein bisschen im Hals. Ich habe immer das Gefühl, das habe ich jetzt nicht ganz so sehr wie bei anderen Verdampfern, weil das hier ein Bottomcoiler ist, dass ich irgendwie viel Sprühnebel mit einatme beim Mesh. Und dass da auch der krasse Geschmack herkommt. Aber es ist wesentlich besser als bei einem Topcoiler. Läuft gut. Dafür, dass ich diese Dinger eigentlich nicht bewarten kann, läuft das hier echt. Ich habe gleich diesen Tank leer geknallt. Okay. Dafür läuft das halt echt gut. Noch dabei sind Reduzierhülsen. Die könnt ihr einfach oben ins Luftloch reinstecken, wenn ihr weniger Luft mögt. Und ich dachte erst, was ist das für eine friemelige Aktion, irgendwie aus dem Ding Alleskönner machen zu wollen. Aber diese Reduzierhülsen funktionieren verdammt gut. Ich finde es eine gute Idee, wenn man sagt, wenn ich hier schon die Luft reduziere und die Schärfe auf die Coil bläst, will ich auch mehr Druck aufbauen im Chimney vom Verdampfer. Und das will ich halt wirklich. Und ich finde, eine Menge Verdampfer haben da ein Manko. Es ist eine gute Idee. Es sind 2 von diesen Reduzierhülsen mit bei, sodass ihr auch die große Variante mit Reduzierhülsen ausstatten könnt. Dachte ich erst, es wäre Kack. Ist kein Kack. Langsam gewinne ich mich auch an das Gefühl im Hals. Das ist eine echt dicke Nebelwand, was da rauskommt. Ich habe jetzt viel gezogen. Kein Blubbern, kein Trockenlaufen, kein Siffen. Das war simpel. Ich habe das einfach nur hier reingestopft. Okay. Außerdem ist noch ein Ersatzglas mit bei. Was mir nicht gefällt, sind 30 mm. Das geht auf so einem Ding hier nicht. Das geht auf der Grim Green Box nicht. Das geht halt einfach nur auf dicken Akkuträgern. Ich bin kein Fan von dicken Akkuträgern. Das Gerät ist einfach nicht für mich gemacht. Ich bin ein Kerl von 1,60 Meter, ja? Und das trägt vielleicht auch einfach ein bisschen uff, wenn man mit sowas herumläuft. Aber gefallen tut er mal gut. Ist übrigens ein 8-10er Drip-Tip mit bei. Moment, ist das das Original oder ist das das? Ich glaube, das hier ist das Formato. Da ist ein ganz anderes Drip-Tip mit bei. Ich zeige euch gerade das falsche Drip-Tip. Ich glaube, es ist einfach nur ein schwarzes Drip-Tip mit bei. Ich müsste jetzt lügen. Außerdem gibt es das Ding noch in schwarz und in Gunmetal. Für eine Fehlentscheidung halte ich, dass sie erstmal hier
oben, wo das Liquid reinkommt, die Riffelung weggenommen haben und nur noch so ein paar Gripflächen dran haben. Durchgehend geriffelt, das sah cool aus und sowas will man halt einfach gut greifen können. Auch wenn mal Liquid an Fingern ist. Die Liquid Control, zumindest in der Version, wie ich sie jetzt bekommen habe, ist die Hölle. Das geht viel zu schwer. Und da war, wie gesagt, da war schon viel Liquid an den Ohrringen und so. Das bringt einfach nichts. Die lässt sich für mich kaum drehen. Also ich will damit nicht unterwegs sein und schnell mal nachfüllen müssen. Das hier einfach das Kacke. Geschmacksmäßig ist es ein Steamcrave-Gerät. Das Ding schmeckt gut. Und ich habe nur das Postless-Deck ausprobiert und das Mesh-Deck ausprobiert. Beide geil im Geschmack. Und beide halt auch wirklich einfach zu bauen, einfach zu bewarten. Wenn man V1 hat, braucht man V2? Ich glaube nicht. Außer man will sich unbedingt was Neues kaufen. Aber das, was ich jetzt gelesen habe, das, was die Leute gesagt haben, kann man auch ohne Probleme beim V1 bleiben, wenn man den bereits hat. Also, es ist kein Must-Have-Gerät. Kann man machen, muss man nicht. Gut, hätten wir das auch. Was habe ich denn noch so auf dem Zettel? Wir haben noch die Swag 2 hier stehen. Wir müssen noch Liquids auslosen. Eine Vaporesso und Vaporesso-Pod-System auslosen. Machen wir das zuerst? Ja, machen wir das zuerst. Ich bin direkt wieder da. So, um was ging es da? Rollt meine Aufnahme? Meine Aufnahme rollt. Sehr gut. Also, es ging um Folgendes. Na, kommst du her? Eine Vaporesso extra, so ein Pod-System-Dingsi, was ganz gut funktioniert. Wo ich ein bisschen angenervt war, dass halt die Pods irgendwie so komplett getauscht werden müssen, dass man halt den Tank wegwirft und dass man kein eigenes Mundstück hat. Aber funktionieren tut sie ganz gut. Und da die mir zwei geschickt haben, habe ich gesagt, wird eine verlost. Und das Hashtag dafür war, wo sind wir denn? Hier sind wir. Da haben wir schon mal das Video. So muss das aussehen. Filter common based on specific text. Das war Kamera kaputt. Und zwar, weil letztes Mal die Kamera, die hier steht, die ist umgekippt und ging nicht mehr. Ich habe zweimal dagegen gehauen, dann ging sie wieder. Sie ist also Hashtag Kamera wieder ganz quasi. Also okay. Get YouTube Comments. ...160 haben teilgenommen. Jetzt gucken wir, wer gewinnt. Und gewonnen hat Checkpix. Ja, dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch. Ich kommentiere unter deinen Kommentar. Und du kriegst das damit, schreibst mich an, schickst mir eine Mail und dann connecten wir uns da. Herzlichen Glückwunsch. Jo. Ist das Segment jetzt auch schon vorbei? Ja, das ging flott. Und so. Langsam kommen wir Richtung Ende. Ich habe halt noch ein Paket. Ich packe hier mal Zeug weg. Ich habe hier völlig den Überblick verloren. Ne? Also nach jedem Vlog sieht es hier aus wie Wacken. Nee, Quatsch. Wir wollten uns erst noch die Swag 2 angucken. Die habe ich nicht auf dem Zettel stehen, deswegen vergesse ich die andauernd. Die Vaporesso Swag 2. Und zwar wird das so ein bisschen gehandelt als der Nachfolger der Pico. Und hier ist das gute Stück. Es ist noch sehr jungfräulich. Das war noch gar nicht in Betrieb. Es gibt hier diese Oberfläche, die wohl auch die Genbox hat. Wo alle sagen, das wäre so wahnsinnig angenehm. Es fühlt sich nicht schlecht an, aber es fühlt sich nach Plastik an, finde ich. Dann hat sie mit der Pico gemein so ein
Akkudeckel. Ich packe jetzt einfach mal einen Akku rein. Gewinde laufend gut. Hier innen drin steht minus. 1,18650er. Kommt hier hin. Okay, und sie meldet sich direkt und fragt, New Load oder Old Load? Plus oder Minus bestätigen. Plus oder Minus Tasten sitzen hier an der Seite. Ich sag mal, das ist ein New Load, das wird gescannt. Wir sind bei 0,19 Ohm. Was ist das eigentlich für ein Tank, der da drauf sitzt? Der Energy PE Tank. 3,5 Milliliter. Beziehungsweise ist es jetzt der SE Tank? Hier steht in der TPD Version, wäre es der SE Tank mit 2 Millilitern. Ich weiß es nicht. Komm, wir gucken uns erstmal einen Tank an. Denn dann können wir feuern. Also, so sieht er aus. Hier oben sitzt. Oh, ein 15er. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre ein 18er. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Hier anscheinend. Jupp. Ist die Befüllöffnung, die ist halb groß. Ich glaube, mit meinen Flaschen wird das gerade so gehen. Entschuldige mich immer noch für diesen unansehnlichen Daumen mit dem sehr hässlichen Pflaster, das mit der Zeit auch echt nicht schicker wird. Der Vorteil von so einem Pflaster ist, da kommt ein bisschen Luft dran. Okay, wir haben eine Dual Mesh Coil. Ein fettes Ding. Früher waren Tröpfler so groß wie diese Coil an sich. Okay, und die werden hier einfach nur reingeschraubt. So funktioniert es wohl. Eine Airflow, die zu beiden Seiten viel, viel, viel Luft durchlässt, so wie das aussieht. Gut, gut. Befüllen wir das Teil mal. So, jetzt mal gucken, ob das mit meinen Sriracha-Flaschen funktioniert. Ja, es geht. Man kann es nicht reinstecken, aber das läuft hier wunderbar dran vorbei. Ein winziges Tröpfchen hat es hier drauf nach außen geschafft. Das soll ich nie machen, sagt meine Freundin immer. Hör auf, dir ständig die Finger in den Mund zu stecken. Da hat sie recht, es ist Corona, steckt euch nicht die Finger in den Mund. So, gucken wir nochmal hier. So sieht das Display aus. 100% vollen Akku, 0,19 Ohm. 12 Puffs, okay. Was heißt hier Pull? Das weiß ich nicht. Und three times pressing. 1, 2, 3. Ah. Okay. Pulse Mode. Also PWM Mode quasi. Ist es so? Power Eco, also Energiesparmodus. Smart TC. Also smarte Temperature Control, da habe ich ja gerade gar keinen Bock drauf. DIY Mode heißt wahrscheinlich. Okay, ich könnte jetzt hier also in Variable Voltage einstellen, wie das Ding von Anfang bis Ende feuern soll. Sowas ist mir ehrlich gesagt auch immer ein bisschen zu anstrengend. Komm, wir gehen einfach mal auf den Pulse-Mode.
Ja, muss jetzt sagen, je länger ich das in der Hand habe, desto handschmeichlerischer fühlt sich das an. Ach ja, hier auf der Rückseite ist übrigens noch ein Micro-USB-Anschluss. Aber jetzt so mit Akku drin, auch wenn das ein bisschen schwerer wird, es fühlt sich schon ganz gut an. Es fühlt sich gummisamtig an. Ist ein bisschen schwer zu sagen, aber ist ganz nett. Jetzt mal im Vergleich. Also, das hier ist der Klassiker, die Pico. Das hier ist Swag, die Konkurrenz. Man sieht gleich, das ist ein bisschen höher, was hier diese Batteriekappe angeht. Das ist breiter. Und zwar ein gutes Stück breiter. In der Dicke. Ja. Nimmt sich das nix. Ich mach mal hier diese Airflow Control auf. Obwohl ich mach die mal zu. Zieht zwei, dreimal trocken. Damit sich hier ein bisschen was reinsaugen kann. Mach die mal volle Granate auf. Oh. Aber kein schönes Geräusch, was das Ding macht, dieser Tank. Gibt es hier irgendwie optimale Leistungsangaben? Ja, die gibt's, aber ich kann es nicht lesen. 60 bis 70 Watt. Maschallah. Ich fange jetzt mal mit 35 an, guck, was passiert. Kommt massiv viel Dampf raus. Und es schmeckt jetzt im Moment mal noch nach gar nichts. Das sind 35. Ich soll auf 60 gehen, im Ernst? Nochmal 50. Das kommt mir gleich vor. Warum das denn? Liegt das vielleicht... an dem Pulsmodus oder so? Smart TC DIY System Side Exit. Ich gehe mal auf 60, ob da mehr passiert. Vielleicht ist aber auch der Akku, der drin ist, nichts mehr. Ich wechsle mal auf einen anderen Akku. Sony VTC 5A, der noch relativ frisch ist und auch noch relativ voll. Der sollte nicht so schnell einbrechen. Es kann einfach sein, also ich habe hier einen meiner. Es gibt immer Akkus, die sortiere ich so aus. Also ich habe normalerweise Akkupaare. Und wenn eins in dem Akkupaar, wenn ein Akku anfängt zu schwächeln, dann sortiere ich diesen einen aus und der andere wird dann halt zum Single-Akku. Vielleicht ist der auch nicht mehr so geil. Bruder! Okay. Es war der Akku. 60 Watt sind mir zu viel. Gehen wir mal vor 45. Also, ich für meinen Bedarf kann mir nicht vorstellen, dass ich hier
über 45 Watt gehen wird mit dieser Coil. Das ist massiv. Wobei das nicht heiß wird. Geschmacklich muss ich sagen, kommt hier jetzt vor allem die Minze raus. Und die leckere Birne im Greenline geht so ein bisschen unter. Hört ihr das? Es fängt wieder ein Gewitter an. Mal gucken, ob wir noch bis zum Ende kommen. Also, die Swagbox an sich fasst sich gut an. Der Chip scheint cool zu sein. Er tut, was er soll. Das Ding ist klein und kompakt. Diese Oberfläche, ja, ich weiß, was die Leute meinen, aber trotzdem, es fühlt sich so ein bisschen plastikmäßig an. Und wenn die Genbox sich halt dann so ähnlich anfasst, okay, ist nicht minderwertig, aber ist halt Plastik. Ich finde es bescheuert, zu einem Single-Akku-Akkuträger eine Coil dazu zu legen, die irgendwie angeblich, ich meine, es sind jetzt nur 45, aber 60 bis 70 Watt benötigen würde, weil die ist halt, da ist dein Akku halt ruckzuck leergesaugt. Es gibt noch eine zweite Coil, steht jetzt genau auf der Rückseite. Kann ich nicht sagen, aber es ist zumindest mal eine Single Coil. Ja, Micro-USB-Kabel, große Anleitung. Die haben mir ein großes Paket geschickt. Und das meiste da drin war sowas hier. Das hier ist die Target PM30. Halt so ein Halb-Pod-System. Also eigentlich mehr ein All-in-One, wo man halt Köpfchen tauschen kann. Was ich schon ganz cool finde. Und ich muss sagen, ich finde die Target PM30 jetzt so auf Anhieb. Das ist ein tolles System. Geschmacklich geiler als das, was ich jetzt hier erlebt habe. Ich regel mal die Luft ein bisschen runter, vielleicht hilft das ja. Ja, wird besser. Aber ich wollte das hier vorstellen, weil das ist für mich näher an so klassisch Dampfe. Ohne richtige Dampfe halt, ne? Für mich, ich nutze keine Fertigkeuler. Akkuträger, ja, aber ich würde trotzdem weiterhin die Pico vorziehen. Ich finde die stylischer. Das ist eine reine Geschmacksfrage eigentlich. Die Leute haben gesagt, der Chip kann viel mehr. Ja, kann sein. Ich meine, ein weiterer Vorteil ist, ihr könnt hier bis 25 mm Verdampfer aufschrauben. Hier ist so bei 23 ist es richtig eng. Aber ich würde nach wie vor die Oldschool Pico vorziehen. Trotzdem kein schlechtes Gerät. Jo, die Swag 2. Muss ich mal gucken, was ich damit mache. Am Vergleich. Naja. Ein GT4 ist halt ein GT4, ne? Ja. Ja, es ist kacke. Nö. Würde ich es jetzt täglich benutzen? Nö. Ist ein sehr simples Fazit. Trotzdem, danke an Vaporesso, dass ihr immer noch für Stoff hier sorgt. Das ist cool von euch. Jetzt.
gehen wir langsam Richtung Ende. Und zwar das letzte Paket. Und da hat mich Philipp angerufen. Hier in der Fritzkatz hat das Fritzkatz-Phone geklingelt. Und Judith ging ran und das war ein junger Mann in der Leitung, der sagte, ja, hallo, hier ist der Philipp. Kann ich mal bitte den Pixel sprechen? Wir waren alle hart verwirrt, weil normalerweise klingelt das Telefon sowieso nicht. Das ist ein Festnetztelefon. Der ruft da schon an. Und dass quasi Judith zu meinem Vorzimmer erklärt wird. Und da jemand am Telefon hat, den ich selbst nicht kenne, das war schon sehr erstaunlich. Aber Philipp hat gesagt, pass auf, ich gucke dein Zeug gern. Ich habe hier was für dich. Das könnte dir Spaß machen. Das solltest du dir angucken. Ich versuche so zu halten, dass man keine Adressen sehen kann. Und ich würde dir gern was schicken, so dass du mal wieder einen Grund hast, ein Video zu machen. Cool, warum nicht? Päckchen kam, hier ist es. Liegt auch schon länger hier rum. Bubble Wrap, Bubble Wrap, Bubble Wrap. Tada! Bully Bolo von Coilthard. Und er meint, es ist irgendwie noch so eine halbe Flasche, ein bisschen weniger. Aber du solltest es mal probiert haben. Denn das ist eins der aktuellen Lieblingsliquids von Grim Green. Und letztes Mal hatten wir das Ponyon Acid. Und jetzt kann ich das Bully Bolo ausprobieren. Und er war noch so wahnsinnig und hat gesagt, pass auf, der ist ja noch zu, Alter, der ist ja frisch. Wie viele Geschenke kriege ich denn, bitte? Er hat gemeint, ich schicke dir noch einen Tröpfler mit. Und zwar Thesis himself, B-Garage, Ninja, Militia. Er hat extra draufgeschrieben von Philipp. Ich habe ihm gesagt, ich bin sehr, sehr schlecht drin, mir zu merken, wer mir was schickt. Das ist ein Asmodus-Gerät. Aber wie ist jetzt eigentlich der korrekte Name hier? Ist es B-Garage? Verrückte Verpackung auch, oder? Hat irgendjemand jemals von diesem Verdampfer gehört? Ich kenne den nicht. Das ist ein... Oh! Der ist schick! Look at it! Hübsch! Sind ein paar... Zubehöre mit bei. Und es sind Coils mit bei. Wundervoll. Ich pack mal kurz Zeug aus. Also ich habe da jetzt mal kurz ein bisschen nachgeguckt und er heißt wohl wirklich Barrage oder Barrage RDA von Asmodus und Vaping with Thesis ist Reviewer auf YouTube. Sagt mir gar nichts, ist mir neu, aber ist ein 24mm Gerät und sollte wohl auch letzten Monat in Deutschland auf den Markt kommen. Er war jetzt bei Dampfdorado zwar gelistet, aber noch nicht verfügbar. Ist ein Single-Coiler. So sieht das Deck aus. Und, alles klar. Der zweite Imbusschlüssel ist wohl für den 510er. Denn das Ding lässt sich auch auf einen Squonker umbauen. Ich quonke ja nie. Hallo? Hallo?
Könnte mir passen. Was zum? Also scheinbar war die zweite Schraube schon ein bisschen angedatscht. Ich habe es aber jetzt hochgekriegt. Ja, hier sind halt Madenschrauben drin. Innensechskant, sagt wohl der Fachmann. Und dann schnappen wir uns mal eine der beiden Coils, die dabei sind. 0,2 Ohm heißt hier irgendwie die Angabe. Ich kann mit diesem Daumen nichts. Kann mir den irgendjemand abmachen? Ich meine, ich hätte ja einen Seitenschneider hier. Das bisschen DIY schadet ja nicht, ne? Also aber auch einfach mal viel Platz in dem Gerät. Heieiei. Ich sollte auch nicht vergessen, zwischendurch ab und zu mal was zu trinken, ne? Es fühlt sich immer noch komisch an, irgendwas, was auch so einen Traubengeschmack hat, aus einem dicken Humpen zu trinken. Das ist seltsam. So. Wicklung eingelegt. Ja, diese eine Schraube hier, die macht sich nicht gut, aber ich gehe auch mal ganz hart davon aus. Also es ist ein Ersatzteiltütchen mit bei. Okay, okay, okay. Einmal knipsen. Zweimal knipsen. Habe ich irgendwas hier, um die Coils auszurichten? Das könnte zumindest doch mit dem hintersten Teil von dem hier gehen. Obwohl, da ist nicht viel auszurichten, ne? Also es sieht schon ganz gut aus. Ohm, also mir wurden 0,2 versprochen. Das ist wenig. Und ich muss gleich dringend die Akkus tauschen. Ich habe mein Mikro wieder vergessen. Es tut mir leid. Das Ding ist... doch viel, viel gehotspottet hier. Wird besser. Ja. Ja, sieht gut aus. Lassen wir erstmal so. So. Bisschen Watte. Das Ding hat auch viel Platz für Watte. Das hier ist noch ein bisschen viel. Ist halt immer schwer zu sagen, wenn man so eine Coil hat, die man nicht kennt, und ein Gerät, das man nicht kennt, und einen Finger hat, an dem alles hängen bleibt, wie viel Watte die Coil denn möchte. Das hier könnte super sein.
Ja, jetzt warte. Ballern wir einfach hier hin. Ist ja egal. Ich frag mich halt gerade, wie funktioniert das hier jetzt eigentlich mit der Luft? Wo kommt die her? Versteht das jemand? Also grundsätzlich geht die Luft hier rein, kommt hier unten raus und strahlt das Ding dann wie an? Wir probieren es einfach aus. Ich packe jetzt auf diese Coil Bule Bolu. Wo habe ich das? Ich habe komplett die Kontrolle verloren. Hilfe! Hilfe! Gottes Willen. Ich werde vorher nicht dran riechen. Und ich versuche es auch zu vermeiden, irgendwie vorher Kontakt damit so über den Dampf, der da jetzt aufsteigt, zu kriegen. Warte mal, also. Ich hoffe, ich habe nichts verbaut. Das sieht schon mal gut aus. Da gibt's Übereinstimmungen, die müssen aufeinander sitzen. Scheint Luft durchzugehen. Ich weiß, dass Bule Bolu. Nee, das machen wir nicht hier drauf. Jetzt bei 0,12 Ohm. Ich habe mir auch ein Geschenk gemacht. Und da kann ich jetzt noch kurz mit flexen. Das ist ein Pure Wattage Gentleman. Flo baut diese Dinger hier von Hand. Und das habe ich mir gegönnt. Das ist das teuerste Stück Hardware, was ich jemals besessen habe. Aber es ist wunderschön. Es ist ein mechanischer paralleler Mod. 218650. Und das hier, das Mooreiche. Das ist ein sehr tolles Teil. Ich werde jetzt nicht zu viel drüber erzählen, denn ich würde gern ein getrenntes Video nur über dieses furchtbar schicke Ding machen. Es funktioniert. Ich tröpfel mal noch ein paar Mal nach. Und Phil sagte mir, es sind 3 Milligramm Nikotin. Das heißt, für mich heißt jetzt erstmal guten Flug. Also sehr schön ist, es ist eine Banane, die mich überhaupt nicht umbringt. Es gibt Bananen, da fange ich instant an zu husten. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Und diese Cremigkeit. Das ist nämlich eher Bananenkuchen. Biskuitboden, Banane, eine Menge Hagelzucker. Oh! Das schmeckt affengeil, leck mich am Arsch. Das schmeckt so
Also neben der Banane ist es halt, wie heißt das bei uns aus dem Café Lollo? Butterkuchen. Das ist Butterkuchen mit Banane. Kandierten Mandelstückchen. Holy. Drei Milligramm ist mehr als heftig für mich. Aber Gott, schmeckt das geil. Mir haut es gleich den Hals durch. 3 Milligramm aus dem Tröpfler. Oh, aber so lecker. Liegt es daran, dass darin Aromen verwendet werden, die wir in Deutschland nicht mehr benutzen dürfen? Das schmeckt so geil nach wirklich Butterkuchen mit kandierten Mandeln und dann Banane dazu. Leck mich am Arsch. Sausüß. Und es schmeckt überhaupt nicht nach Süßstoff. Gar nicht. Es schmeckt einfach nach Zucker. Das schmeckt nach Zucker. Sieht die Kombi cool aus oder was? Kann das mal scharf stellen, bitte? Das ist schick. Wow. Ich versuch mein Pflaster zu verdecken. Das ist toll. Phil. Philipp, er hat mit Philipp unterschrieben, also sollte ich auch Philipp sagen. Philipp, vielen Dank. Das ist beides sau cool. Ich hoffe, man kriegt das Zeug nicht in Deutschland zu kaufen. Obwohl. Das ist wohl eine TPD2-Variante. Denn hier steht 0 Milligramm 50 ml. Das heißt, es ist halt so ein Shortfill. Vielleicht doch aus Deutschland. Verdammt. Saulecker. Damit beschließen wir das. Ich habe noch. Naja, so wenig ist das gar nicht in so einem Riesenglas, ne? Sagen wir, ich habe noch 2 Schluck Bier. Und krieg langsam Atemnot. Aha. 3 Milligramm ist pervers. Über diesen Tröpfler sollte ich vielleicht noch sagen. Also, ich weiß ja nicht, was da sonst so drin schmeckt, aber es schmeckt saugut. Der Zug ist restriktiv. Und ich glaube, den kann man nicht weiter verändern. Der ist hart. Aber es ist ein schickes Gerät. Damit, ich glaube, wir haben alles. Ich glaube, das war's. Danke fürs Zugucken. Danke an Hammelbräu. Danke an Jens. Danke an Daniel. Hallo, hallo. Und dazu halt auch noch ein Recoil. Ich konnte Bulli Bolle probieren. Ich habe einen abgefahrenen hübschen Tröpfler. Ich bin ein bisschen overwhelmed. Und keine Ahnung. Vielleicht machen wir noch 10 Jahre. Auch wenn die Abstände halt öfter mal weit sind. Aber dann ist das halt so. Ich habe auch eben vergessen, den Liquid-Einspieler zu machen. Ich bin hier nicht mehr so drin. Trotzdem, wenn ihr es noch nicht getan habt, drückt vielleicht auf Abonnieren, wenn es euch interessiert. Ich mache aktuell in den Corona-Zeiten jeden Morgen von 8 bis 9 einen Livestream auf Twitch, einfach damit mein Tag so ein bisschen Struktur kriegt. Wir trinken einfach eine Tasse Kaffee zusammen. Mehr ist es nicht. Und
guckt vielleicht trotzdem, auch wenn das lange dauert, beim nächsten Mal wieder rein. Würde mich freuen, wenn ihr Abonnent des Kanals bleibt, denn da sind jetzt viele weg. Kann ich verstehen, ist okay. Ich bin gerade ein bisschen erschlagen von all dem, was hier gerade so passiert ist. Ich sag gute Nacht, es ist viel zu warm. Denkt dran, trinkt genug, wascht euch die Hände, zieht eine Maske an, haltet Abstand. Bis dann. Ciao.